Hallo meine Loch Ness Monsterchen und willkommen zu Part 20 von der Gold Digger Challenge mit mir, Nessie. Und im letzten Part, ja was war denn im letzten Part, ich habe so lange nicht aufgenommen, da waren wir glaube zusammen mit Bruce, ja, im Fitnessstudio, im Wellnesscenter, was weiß ich noch wo, wir waren im Spa. Im Spa bin ich in letzter Zeit in den Sims sehr oft. Hier sind unsere schöne Katzen, Muffin, Taco und wie hieß der letzte? Cake! Ich frage mich immer noch, wie Cake diese Farbe haben kann, wenn er aus den beiden Katzen gekommen ist. Aber, na gut. So, bevor ich euch das neue Haus zeige... Nee, nichts bevor ich euch das... Doch, gibt's zwei Dinge, die ich noch sagen muss. Ich lasse das Spiel mal spielen. Erstens, mein Aufnahmeprogramm macht mit mir letzten Spielchen. Also, wenn so ungefähr bei 20 Minuten vom Video das Video beendet, ohne dass ich irgendwie mich verabschiedet habe oder so, ist das wegen meinem Programm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe es schon versucht zu ändern. Ich habe auch Platz in meinen auf meinem Laptop gemacht, also Dinge gelöscht, wie unnötige Screenshots oder Videos, die ich einfach nicht mehr brauche oder was weiß ich noch was. Und zweitens, dieses Video heute und die zwei, die ihr davor gesehen habt, gehören zu einem Marathon. Marathon. Eigentlich, nee. Dieses Video seht ihr am 24. Dezember, deswegen frohe Weihnachten. Für mich ist es erst noch der 5. Dezember. Ich nehme vor auf und möchte euch ein Weihnachtsgeschenk machen mit mehreren Videos, die euch hoffentlich gefallen. Vor dem Gold Digger Challenge Video jetzt seht ihr noch zwei andere Parts von der Single Mom Challenge, wo auch dieser Fehler vorkam, dass das Ende nicht mit aufgenommen wurde oder keine Ahnung. Deswegen hoffe ich, es gefällt euch noch. Gefällt euch und ich werde noch ein paar weitere Videos aufnehmen. Jetzt sehe ich, dass unser lieber Elliot weint. Aber na gut, kann man nichts machen. So, jetzt zeige ich euch mal das Haus. Wartet. Ich habe es selber gebaut, ich bin nicht stolz darauf, ich wollte es euch nur warnen. Da, 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 da. Gott, diese Sicht ist grausam. Gut, egal. Jetzt Spiel macht mit. Das ist das riesige Haus, das ich selbst gebaut habe. Ich wollte einfach, dass das Haus groß ist, so wie es jetzt ist. Es ist noch in vielen Räumen leer, da es in der Zukunft Zimmer werden. Also hier einmal und hier ist noch ein leeres Zimmer. So, im Vordergarten. Ja, wie soll ich es erzählen? Hier ein bisschen zum Grillen, also Grillen, Lagerfeuer, ein bisschen für Basketball. Hier sind, wie hießen die, Oreo und Chili. Ruhen in Frieden. Dann haben wir hier noch, wie heißt das Ding? Heißer Quelle, ja. Diese heiße Quelle von, ja, keine Ahnung. Mir fehlen gerade echt die Worte. Worte, nicht Wörter. Und dann nochmal ein Fotostudio und eine Terrasse hier. Wartet. Ja, das Haus ist so groß, meine Sims kommen nicht hinterher. Und ein Kletterding. Oh nein, was ist jetzt los? Das sieht ja aus wie... Oh Gott. Oren hat den anderen Schülern außerhalb des Unterrichts ein unanständiges Kunstwerk gezeigt. Der nachfolgende Unterricht wurde immer wieder durch Kichern gestört. Das Bild konfiszieren und mein Kind bestrafen oder Kreativität sollte gefördert werden. Gar nichts von den beiden passt zu der Antwort von Naya. Quatsch, Gaia. Also, ja, das Bild konfiszieren und mein Kind bestrafen. Was soll ich sagen? Oh Gott, irgendein Mod ist gerade gegen diese Entscheidung. Egal. So, fangen wir mal unten an. Wir gehen. Achso, und du kümmer dich mal um deinen Sohn. Schmutzige Windel hier. Liebkosen. Hüpfen. Entschuldigung. So, man kommt rein in ein riesiges Flur-ähnliches Ding. Ich habe einfach... Ich wollte halt... Was? Nein.
Ich wollte halt diesen Pack benutzen. Wie heißt der? Das mit dem Haus. Mir fehlen echt Worte. Egal. Hier habe ich einfach nur ein und das gleiche Pack benutzt, außer für Tiere. Oh mein Gott. 10.000 Simoleons. Uiuiui. So, ich lasse die Sims mal weitermachen. Dann kommt man in die Küche, die ich grün haben wollte. Das wollte ich schon immer irgendwie haben. Die ist ein Durcheinander und sie ist kein Durcheinander. Sie hat alles und sie hat nichts. Also in sich. Dann sind hier auf der Wand die Fische, die Gaia mal gefangen hat. Geangelt. Du, mein Kleiner, komm mal her. Mein Freund. Füllen, füllen und nochmal füllen. Dann haben wir ein Esszimmer, das auch grün ist. Auf der anderen Seite, habt ihr es schon gesehen, ist das Zimmer von Gaia und ihren jetzt Ehemann und zukünftigen Ehemännern. Ich habe auch daraus so ein Büro für sie gemacht. Das mit der Musik werden wir wahrscheinlich hier jetzt belassen, weil es bringt nicht so viel. Dann ein rotes Badezimmer. Da ist schon unser lieber Cake oder unsere Liebe. War das Mädchen oder Junge? Weiß ich nicht. Okay. Dann gehen wir noch eins nach oben. Ist wieder Flur mit einer Bar, mit Schach, mit drum und dran. Dann ein Fitnessstudio, was ich schon mal erzählt habe. Ist so mintgrün. Also, ja, keine Ahnung. Ich habe da wirklich versucht, die unterschiedlichsten Farben zu benutzen. Ach so, das mit der Musik habe ich hier gemacht. Das habe ich ja völlig vergessen. Gott, oh Gott. So, mein Freund, du machst jetzt nochmal deine Hausaufgaben. Dann noch ein Badezimmer, ein Kunstzimmer. Ich habe wirklich alles und nichts in diesem Haus. Und oben ist das Zimmer von Orion, also ganz oben, der tut mir irgendwie leid. Ja, der hat hier auch wirklich alles und nichts gleichzeitig. Ein Badezimmer auch nur für ihn. Und wenn der ein Teenager wird, kann der auch ein Raumschiff hier aufbauen. Dann gehen wir mal ganz nach unten. Da haben wir nämlich wieder eine riesen Bibliothek mit einem Computer, sehr alt, ne? Und wenn man hier wieder, wenn man wieder durchkommt, ist wieder ein Flur, nichts Großes, nichts Schlimmes. Und dann ist wieder das Zimmer mit unseren toten Ehemännern. Und das hier muss man sofort für alle sperren, außer Naya. Hä? Ach, du bist doch Naya und nicht Gaia. Oh. Gut, ich komme durcheinander. So, verwenden. Heute hat außerdem Elliot Geburtstag. Er wird zum Kleinkind. Am Dienstag hat Bruce Geburtstag und nächsten Freitag. Oh nee, davor hat noch Orion Geburtstag und dann Naya. Ach du Heiliger, das wird nächste Woche wird in der Sims sehr anstrengend sein. So. Jetzt habe ich fast über 5 Minuten darüber geredet, wie das Haus aussieht. Jetzt müssen wir mal vorangehen. Denn, ja, ihr könnt auch bei Naya sehen. Ja. Naya hatte auch eine Änderung. Sie hat wieder neue Haare. Sie hat wieder alles neu drum und dran. Orion, wie geht's dir? Wo bist du? Okay, du bist gerade fertig. Habe ich einen Mülleimer hier? Nee. Ja, da merkt man sofort, dass irgendwas fehlt. So. Naya ist Bodybuilderin, Schachspielerin. Geht ihr mal nach oben und spielen mit Naya. So, der Bruce muss aber auch heute leider Gottes von uns gehen. Und wir werden die unterschiedlichsten Wege versuchen, die ich kenne. Ja. Bisschen spielen, vielleicht bisschen Holzdings hinzufügen. Nein, niemanden hier einladen. Spielen noch mal bisschen so. Nee. Ja. Er ist müde, er stinkt, er ist hungrig. Was ist jetzt los? Ich habe keine Ahnung, was die Sims machen. Ich weiß echt gar nicht mehr, wie lange Bruce eigentlich in unserer Familie ist. Das ist bewundernswert. Dann kannst du vielleicht Geld verbrennen. Wir haben so viel Geld. Also,
Ich muss mich überhaupt nicht mehr darum kümmern, irgendwas hier zu dingsen. Wer ist das? Wer bist du denn? Leo! Oi, oi. Hi, Leo! Hereinbitten. Hey, ich habe ein besonderes Geschenk für dich, weil du so ein teurer Nachbar bist und ich mich für deine Freundlichkeit und Freundschaft bedanken möchte. Möchtest du es sehen? Wer ist was? Ja, irgendwas stand da noch. Oh Gott. Gut, wir holen uns erstmal aber einen Briefkasten, einen Mülleimer. Ich merke gerade, dass so viel fehlt. Hier. Dann, wo ist ein Briefkasten? Ich weiß gar nichts mehr. Gar nichts. Achso, bei Mülleimern, oder? Ja. So, dieses würde passen. Und zwar mache ich es mal hier hin. Sieht's blöd aus? Nee. Und dann ein Mülleimer, aber aus der Küche. Und zwar dieses machen wir hier. So, zweitens gucken, ob hier hinten, ja, Briefkasten ist. Und jetzt ist es weg. So. Wie geht's unserem Bruce? Ihm geht's super. Schade. Dann machen wir es anders. Es gibt nämlich noch andere De Wege, ihn zu. Ja. Nur wo ist das jetzt? Die Frage ist, wie das Ding heißt und wie es nochmal aussieht. Packs, das war ganz unten. Feiertage. Das hier. Hallo, wie ging das nochmal mit dem Kopieren? Ich bin blöd. Ich fühle mich sehr unschlau. Ich spiele Sims schon so lange und weiß immer noch nicht, wie man manche Funktionen, also Controls, benutzen kann, um einfach irgendwas zu machen. Ich fühle mich manchmal sehr dumm. So viele sollten vielleicht reichen. So, Bruce. Na? Knallbonbon öffnen. Hallo. Und zwar gleich mehrere. Ja, er fühlt sich überhaupt nicht gut. Das finde ich super. Er sieht grausam aus. Oh Gott. Na? Da war nichts. Gott, der ist ja richtig dreckig. Überraschung, enthält Konfetti, bla bla bla. Orion ist echt. Was? Okay, das will ich mir alles nicht durchlesen. Total langweilig. Du kannst dann Nickerchen machen. Und Naya muss sich dann um Leon kümmern. Leo, nicht Leon. Post holen. Und wir bleiben mal bei Bruce und gehen weiter voran. Nein. Ach, komm schon. Dir geht's nicht gut. Du bist müde, unzufrieden, leicht hungrig. Vielleicht passiert da ja was, weil ich weiß, daran kann man sterben. Also soweit ich weiß. Okay, und wenn es so ist, dann gehst du bitte ins Badezimmer, nimmst ein. Wartet, 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 wartet. Es gibt so viele Wege, alles zu machen, dass ich echt durcheinander komme. Also, Glückstrank. Du gehst erstmal schlafen. Ich glaube, dann machen wir das lieber morgen. Was hast du in der Post bekommen? Ein Brief. Fanspost, okay. Wir sorgen dafür, dass du ein
Preis kriegst. Du hast ihn dir echt verdient. Stimmt. Wann war das? Am Sonntag, oder? Warte, das habe ich mir aufgeschrieben. Ja, am Sonntag um 19 Uhr gibt es eine Dingsverleihung, eine Preisverleihung. Und dort wurde Naya eingeladen. Finde ich schon krass. Finde ich einfach nur krass. Hier sind immer noch sehr viele Geschenke, aber naja. Und Leo ist schon gegangen. Schade. So, dann haben wir hier Platz. Kann man. Ja, man kann das hier drauf machen. Och man, Elliot. Oh Gott, oh Gott. Ich habe aber auch schon eine richtig gute Vorstellung für Elliot. Genau, Elliot. Elliot oder sein Nachfolger. Ich bin mir noch nicht ganz. Also Nachfolger, sein nächstes Geschwisterlein. Denn ich möchte, dass er oder die nächste Person, also egal ob Mädchen oder Junge, Frauenheld ist oder einfach eine Person ist, die mit jeder zweiten Person flirtet. Ohne Ende. Immer mit jemandem zusammen, nie aber in einer ernsten Beziehung. Versteht ihr, was ich meine? Nee, ah, nee. Ah! Geh Reste essen. Du tust mir so leid. Oder wartet. Stopp, stopp, stopp. Ich bring's mal zu dir nach oben. Denn das ganze Rumlaufen ist für dich dann anstrengend. Oder ich könnte ihm noch einen Kühlschrank kaufen. Das wäre nicht eine schlechte Idee. Das Geld haben wir. So. Sims sind gleich alle schlafbereit. Also könnte ich jetzt. Ja, ich mache einen Cut und wir sehen uns gleich, wenn die Sims alle wach sind. So, ich bin mitten in der Nacht zurück, denn unser Elliot hat sich entschieden, jetzt zum Kind zu werden. So, mein Freund. Und wir haben auch eine Geisternacht, denn Darian und wie hieß der andere? Jules hier sind. Ja, ich weiß auch nicht, ob noch andere Geister hier irgendwo rumschleiern, aber gut. Nein, nicht anhänglich. Bei ihnen unabhängig oder ein Charmeur? Das ist die Frage. Will ich, dass er ein Frauenheld ist, der denkt, dass alles ihm gehört? Oder möchte ich, dass er ein, da wollte ich noch eine bestimmte Art von Kind haben. Bestimmte Art, oha, das hört sich falsch an. Nein, mir fehlen Wörter. Komm, ich mach ihn unabhängig. Dann sehen wir weiter. So. Oh, der kleine Bruce. Sein Zimmer wird. Der kann schon Treppen laufen? Ich dachte, Kinder können doch nicht Treppen laufen, wenn sie Kinder sind. Oh, super. So, wie geht's dir, mein Freund? Dir geht's super, dir geht's perfekt. Geh mal. Habe ich dir schon das Ding gekauft? Trink mal das hier. Dann emotionale Aura hier und hier. Und dann schön ein Schaumbad nehmen. Weil das bringt uns ja was. Was ist das denn? Geliebtes Blitz, irgendwas. Na? Ich finde Elliots Frisur so cool gerade. Hat so einen schönen Busch auf dem Kopf. Also Busch. Ich nenne es immer Busch, aber so schöne Locken. Die wird er hundertprozentig behalten. Oh. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Rede mit dir nochmal, sich über Grimassen schneiden. Sofort. Hallo, bitte, bitte, bitte. Nein, geh nicht weg. Du bist so bescheuert. Junge, zurück mit dir. Er ist hysterisch. Das ist gut. Na los. Ja.
erzähle dir nochmal Grimassen schneiden zweimal. Irgendwie in der Pfütze kannst du auch spielen, planschen. Was machst du? Bleib da! Was kann man noch machen, damit es ihm, dass er lustig ist? Mit Laserpointer spielen, keine Ahnung. Na los, Junge. Verpack dich nicht. Ey, das ist doch wohl ein Witz von dir, oder? Hast dich jetzt nicht ernsthaft so sehr verbuggt? Oder versteht das Spiel einfach nicht, was es möchte? Ja, das Spiel versteht nicht, was es möchte. Okay. Reset. Oh, was ist jetzt los? Reset. Sim. Achso. Jetzt funktionierst du. Junge, was brauchst du denn noch, um glücklich zu sein? Stirb doch einfach! Nein, 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 im Badewanne spielen. Junge, Juice, verschwinde! Und dann, keine Ahnung, vielleicht... Nein! Nein, wir brauchen diesen Trank! Der muss bleiben! Ah! Nochmal trinken, nochmal im Grimasse schneiden und vielleicht Komödie schauen, Kanal schauen, Komödie. Komm schon, ich will das einmal erleben. Ohne, also, ich habe es schon mal erlebt, aber es war ein Ausversehen. Ich war so wütend auf Sims, dass sowas passiert. Das war, nee, nee. Na los. Hier geht es doch gut. Seit wann gibt es da diesen Smiley? Habt ihr den gesehen? Na los, komm schon. Dir gefällt's doch. Du magst das, oder nicht? Keine Ahnung. Kannst du dir irgendwas anschauen, was dir gefällt oder so? Wie geht's denn den Elliot? Dem geht's gut. Bist du mal fertig? Das ist doch wohl ein Witz. Der macht mich fertig, dieser Mann. Dieser Mann macht mich einfach gerade fertig. Entscheide dich, was du möchtest. Oh Gott, Elliot. Elliot ist schmutzig und Orion ist aus irgendeinem Grund nicht in der Schule, merke ich gerade. Wieso gehst du nicht in die Schule? Okay, keine Ahnung. Er hat gerade keinen Bock. Nein, nicht schlafen, nicht schlafen, nicht schlafen. Handy, sei leise. Ich bin kurz davor, es zu schaffen. Bezahlten Urlaub nehmen. Na los, geh aufs Klo. Warum möchtest du jetzt nicht mitarbeiten? Und du, meine Dame, hinten, Video aufnehmen. Liebes irgendwas. Ja, der macht doch wohl Witze. Och man. Schaumbad nehmen. Auf einmal ist Orion in der Schule. Okay, kann man auch machen. Oh Gott. Nochmal einen Trank nehmen. Trinken. Dann Grimassen schneiden. Nein, nicht verschwinden. Hysterisch und dann bitte noch einmal in der Badewanne spielen. Komm schon. Nein,
anderswohin sitzen, keine Ahnung. Na los, Junge. Ist doch wohl ein Witz, oder? Nein, nicht ohnmächtig werden, nur nicht das. Ach nee. Dieses Kind macht mich jetzt verrückt. Der war ohnmächtig und ist wieder auferstanden. Okay. Kann deine Frau irgendwie mit dir reden oder so? Kanal, Komödie. Na los. Das mit der emotionalen Aura machen wir auch hier. Na? Das muss doch klappen. Nicht schon wieder. Das ärgert mich. Gut, aber ich glaube, ich beende den Part hier, weil mit den Aufnahmen weiß man ja nie. Ich schaue sie mir auf an und wenn sie nicht hochgeladen wird, dann wisst ihr wahrscheinlich warum. So, aber ich hoffe, der Part hat euch gefallen, obwohl wir wieder gar nichts gemacht haben, beziehungsweise ich mich darüber aufrege, wie Bruce nicht sterben möchte. Egal, wir sehen uns im Part 21 von der Single Mom Challenge. Bis dahin, nee, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im Part 21 von The Single Mom Challenge mit mir, Nessie. Bis dahin und tschüss.